und herzlich willkommen bei sonnyblog.de. Mein Name ist Sonny und wir sind bei Familie Schneider. Und der junge Mann hier, Kevin, der liegt mitten in der Nacht unter der Bettdecke, weil er, ja, noch wach ist tatsächlich. Ja, wer die letzte Folge gesehen hat, die beiden Jungs sind beim letzten Mal ziemlich eskaliert. Ich sage schon wieder viel zu häufig, ich weiß. Entschuldigung. Aber, ja, wir starten heute die neue Woche. Und, ja, Isabel und Michael, die sind natürlich fleißig bei der Uni. Wer bist denn du und was willst denn du? Warum tauchst du hier um kurz vor Mitternacht bei uns auf? Naja. Gut, wie auch immer. So. Level 10! Level 10 der Kreativität! Cool! Vitalmotorik. Wo gehst du denn jetzt hin? Aber warum da? Du bist ein bisschen verwirrt, Kind. Guck mal, aber jetzt bist du auch müde. Jetzt kannst du auch schlafen gehen. Geh mal schlafen. Geh mal lieber schlafen. Falls in der Schule. Ja, wir gucken gleich direkt erstmal, wer heute was hat. Also, Isabel muss arbeiten. Max muss arbeiten. Michelle muss arbeiten. So, Michael hat eine Vorlesung. Michael ist offensichtlich der Einzige, der heute eine Vorlesung hat. Genau. Und wir werden schauen, dass Isabel heute dann ihre Präsentation hält. Ich hoffe, es ist noch was im Kühlschrank. Ja. Und ja, Michelle hat ja quasi ihren Geschwistern verkündet, dass sie... Warum ist das hier eigentlich so hell? Michelle hat ihren Geschwistern ja quasi verkündet, dass sie plant, ein Restaurant zu eröffnen. Und wir hatten gesagt, ja, wenn wir 10.000... Oder ich hatte gesagt, wenn ich 10.000 Simoleons zusammen habe, will ich das mal in Angriff nehmen. Damit Michelle sich ihren Traum quasi erfüllen kann. Sie hat ja jetzt lange in einem Imbiss gearbeitet, um die Familie über Wasser zu halten. Und jetzt traut sie sich sozusagen zu, dass sie auch selbst ein Restaurant leiten kann. Wir haben jetzt gesagt, wir warten, bis die Familie 10.000 Simoleons über hat. Da wir einfach ein bisschen was brauchen, um das Restaurant zu gestalten. Ich habe mir tatsächlich noch nicht so sehr darüber Gedanken gemacht, was für eine Art Restaurant ich machen möchte. Das heißt, wenn ihr da irgendwie Wünsche, Ideen habt, könnt ihr die noch loswerden. Und ja, was vielleicht noch wichtig wäre, es ist so, dass bei uns die Inzidenzen so sind, dass man wieder über Schulschließungen spricht. Das heißt, ich werde versuchen, etwas vorzuproduzieren. Denn wenn die Schulen hier tatsächlich schließen, habe ich Problem zeitlich mit den Aufnahmen, das kriege ich dann nicht so gut hin. Deswegen will ich versuchen, ein bisschen vorzuproduzieren. Was tust du denn da? Mein, hast du gerade in dein Essen genießt? Jetzt mal ernsthaft, Michael. Was gibt's denn? Eier und Toast. Ja, dann ist es jetzt auch. Lass mal Isabel jetzt in Ruhe, die hat jetzt... Wie
Nimm dir mal noch was zu essen, Isabel. Du musst nämlich nachher los. Genau. Isabel muss nachher auf Arbeit. Und ja, also wie gesagt, ich werde versuchen, ein bisschen vorzuproduzieren. Das heißt, ich werde jetzt mehrere Folgen am Stück aufnehmen. Ich kann aber tatsächlich nicht versprechen, ob ich in dem Takt, dass ich jeden Tag ein Video quasi rausbringe, wie es im Moment ist, weitermachen kann, weil ich nicht weiß einfach, wie viel ich schaffe mit dem Aufnehmen. Manchmal werde ich so wütend, dass ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Mach Sport. SMS-Notfall. Ich habe jemandem eine SMS geschrieben. Es ist eine Stunde her. Meine Güte, es ist 4:30. Warte auf eine Antwort. Warum seid ihr überhaupt schon wieder alle wach? So, Isabel, du denkst dran, ne? Genau, dass du gleich auf Arbeit musst. Geh doch duschen. Was möchtest du? Das habe ich eben nicht erkannt. Michelle, was hast du für ein Problem? Hunger. Ja, dann wirst du vielleicht in die Küche müssen und nicht ins Bad. Reste nehmen. Oh, ich sehe schon, es wird schon wieder so Chaos-Tag hier. Was hast du? Hunger? Dann nimm dir doch was zu essen. So, Isabel ist zur Arbeit. Sie ist konzentriert. Okay. Michael hat Spaß mit. Du könntest hier mal, wenn du eh draußen bist, kannst du mal ernten. So. Madame hier. Einmal dahin. Und du nimm dir was zu essen. Nee, nicht backen. Keine Reste mehr da. Dann, Michelle, kannst du mal Frühstück servieren für alle? Frühstückseierlei. Lass mal Max in Ruhe. Und. Ja, genau, wenn du fertig bist, dann kannst du mal tatsächlich hier Uni, Universitätskursarbeit lernen. Geh mal ein bisschen lernen noch, bis du los musst. So. Du kannst das mal einmal aufräumen. Er schläft noch. Du kannst einmal duschen gehen gleich. Muss noch einen Moment warten. Eine große Schwester macht schon was zu essen. So. Hausaufgaben hast du ja alle. Also müssen noch eine Abschlussprüfung, eine Abschlussarbeit und die Präsentation machen. Isabel schließt eine Aufgabe früher ab als erwartet. Über Kunst recherchieren oder Musik hören? Ich glaube, sie hört lieber Musik. Ihre Kollegen stimmen in den Gesang ein und alle profitieren. Okay. Was denn?
Hast du? Dann pass mal auf. Abschlussarbeit. Was? Moment. Geschriebene Abschlussarbeit? Universitätskursarbeit. Abschlussarbeit schreiben. Isabel hat 180. Wie ist Isabel drauf? Oh, sehr gut. Die ist ja schon ausgezeichnet, genau. Schon fertig, oder was? Kannst du mal aufhören jetzt hier und so? Und kannst du mal an deiner Abschlussarbeit weiterarbeiten? So. Kannst du dir was zu essen nehmen, bitte? Du hast. Und du musst ja auch noch was zu essen nehmen. Meine Güte. Und junger Mann, du stehst jetzt auch auf und nimmst dir was zu essen. Schnell. Jetzt schreibt da dran weiter, Herrgott. Was hast du dir gemixt? Was ist das? Rabatz. So, vielleicht kannst du, wenn du es getrunken hast, gehst du mal kurz wohin? Ach, 1088, na herrlich. So. Und dann gehst du mal deine Abschlusspräsentation halten. Dann haben wir das nämlich schon mal. Und Michelle kann mal einmal die Rechnung bezahlen. Und Michael hat die ja geerntet. Genau. Öffnen. Dann Äpfel 1, 2, 3, 4, 5. Das reicht. Ach ne, wir machen auch noch mal 10 machen. Das sind ein bisschen mehr Sims hier. So. Und die restlichen verkaufen wir. So. Perfekt. Level 4 Schreibfähigkeit. Einfluss der Kunst auf internationale Märkte. Okay. Gut, hör mal auf. Und sieh mal zu, dass du jetzt zur Uni kommst. Nee, jetzt gehst du zur Uni, bitte. Zum Kurs gehen. Attacke. Klassenaufsicht. Evelyn. Max, wer ruft dich an? Evelyn hat einen Schulpreis gewonnen. Na, vor allem natürlich. Oh, Michelle, du musst hier mal einmal ganz kurz reparieren.
So, Moment. 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 Steht gar nichts dazu. Okay. Ups. Das war Michaels. Und Max kann hier mal ein bisschen aufräumen. Und Isabel, du musst noch Uni, Abschlussarbeit schreiben. Weiter. Wir müssen ja mal ein bisschen das mit der Uni hinkriegen, besser. Michelle, du kannst es mal aufwischen. So, und dann kannst du es einmal duschen. Max, du kannst das weglegen hier. Und Teile plündern und wegwerfen. Und dann gehst du duschen. Maike hat seine Hausarbeit zuversichtlich eingereicht und im Kurs so viel Wissen wie möglich aufgesaugt. Okay. So. Überarbeiten. Ava hat einen Schulpreis gewonnen. Auch das. Dann arbeite du mal da. Und du kannst es gleich einmal wegwerfen. Sind sie alle inspiriert? Na denn. Ich bin ja jetzt ehrgeizig, ne? Ich will ja jetzt, dass das... Isabel hat den Entwurf der Abschlussarbeit fertiggestellt. Okay. Universität. Moment. Schreiben. Bearbeiten. So, irgendwie muss das mal besser werden jetzt hier. Die ist noch mangelhaft. Aber die ist schon mal weg. Das ist schon mal was. Wir sollten miteinander quatschen. Sollt arbeiten. So. Hör mal auf, mach mal deine Arbeit weiter. Und sie muss ihre weitermachen. Boah, jetzt gerade schmeckt sie gleich wieder voll. Hey Max, wie geht's? Ein Freund von mir hat gehört, wie toll du bist. Okay, dann gib doch die Nummer weiter. Komm, setz dich mal dahin, plauder mal da weiter. Guckt halt noch einen Film zusammen. Michael hier erstmal. Normal, das ist ja schon mal ein bisschen besser. Ein Kunststück betrachten. Okay. Im Internet surfen. Na, ich hoffe, du recherchierst. Ups, muss die Wände doch wieder runter machen.
Hallo Max, ich gehöre einem Sportverein an, der vor kurzem eine Menge negative Presse erhalten hat, da einer unserer gut bezahlten Stars sich total daneben benommen hat. Dein wunderbarer Ruf könnte uns helfen, die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Wir würden dich gern zum Sportler machen. Du könntest als Tanzgruppenleiter beginnen und wir würden helfen, deine Fähigkeiten für die erste Liga. Tanzgruppenleiter, nee. Wir wollen ja erstmal an die Uni und wir haben ja schon einen Job. Wir haben ja schon einen Job. Das ist ja blöd. Kannst du dann schreiben? Bearbeite die doch nochmal. Ja, ich weiß, dass du keinen Bock hast. Ist mir ja gerade Wurst. Level 4 Charisma erreicht. Wunderherrlich. Isabel, würdest du das jetzt mal bitte machen? Kannst du die mal alle weglegen? Okay. Kannst du die dann gleich mal noch halten? Weil dann haben wir die nämlich auch mal weg. Dann haben wir die nämlich auch weg. Michelle, das ist nicht hilfreich. Jemand, nee, nicht du. Geh mal angeln jetzt. Du sollst deine Arbeit bearbeiten. Was war denn das für ein Sound? Kokett? Vom Angeln Quatsch sie doch nicht von der Seite voll, Mensch. Dann geh halt auch angeln. Hingehen. Ach so. So, dann geh du einmal duschen. Du gehst einmal schnell baden. Du musst was essen, okay? Dann nimm dir was zu essen. Und du fang schon mal mit den Hausaufgaben an. Oh, Michelle hat eine Voodoo-Puppe gefunden. Gefangen, gefischt, gesammelt, geangelt. Wie cool. So. Die Abschlussarbeit von Isabel. Moment, nicht so schnell. Die Abschlussarbeit von Isabel sieht gut aus. Auch wenn weitere Überarbeitungen sie nicht mehr deutlich verbessern werden, könnte es Isabel helfen, den Stoff noch stärker zu verinnerlichen. Ich glaube tatsächlich, dass wir die dann jetzt abschicken. Denn wir müssen ja noch die zweite machen.
So, Michael, du musst einmal Hausaufgaben machen. Wie ist der Abschluss? Ist nur eingereicht, ne? Okay. Du kannst nichts machen, wir brauchen. Ist sie noch am Angeln? Ja. Guck mal, was sie noch findet. Babu, babu. So, was mit dir hier? Dir geht's gut? Dann Hausaufgaben machen. Hausaufgaben machen. Sieh zu. Und. Was passiert? Der Stress in der Schule, ne? Michelle, hör mal auf zu angeln. Hausaufgaben machen. So. So, dann müssen wir nur noch diese Investitionsabschlussarbeit machen. Universität Abschluss. Da. Müssen wir einmal lernen. Ach, jetzt helft ihr euch wieder gegenseitig bei den Hausaufgaben. Das ist ja ganz süß, aber. Michelle muss auf Arbeit. Warum ist sie traurig? Oh Gott, war sie beim Angeln? War sie jetzt traurig? Kevin ist fertig mit den Hausaufgaben. Sehr schön, Kevin. Taxi ein. Dann kannst du noch die Zusatzaufgaben machen. Du bist auch fertig? Dann mach bitte auch noch die Zusatzaufgaben. Und. Wir sind jetzt auch fertig. Zusatzaufgaben machen. Der steht immer noch. Warum stehst du hier eigentlich immer noch? Verkaufst du Bücher oder was? Man weiß es nicht. Die Abstimmung wurde beendet. Oh. Ah. So, wir können ja auch mal wieder Frecher züchten. So. 160. Verwenden. Wer weiß, wo das herkommt. Schade, dass man hier nicht so draufklicken kann und so einen Verlauf hat, ne? Manchmal wäre das echt spannend. Ava ist fertig mit den Hausaufgaben. Okay, Ava. Sehr schön. So. Was ist los?
Und der erste hat die Zusatzhausaufgaben abgeschlossen. Dann können wir im Prinzip kannst du im Prinzip damit anfangen. Und spielst du FIFA? Max möchte den Chef beeindrucken. Mach mal die Nebenprojekte. Okay. Natürlich. Okay. Kannst du trotzdem. So, Spaß ist ja jetzt okay. Was mit dir? Magst du ihm helfen? Guck mal, hilf ihm doch mal. So. Was hast du? Nimm mal einen. Willst du sowieso schon machen? Sehr schön. Und. Boah, Level 10. Aufräumen, sehr schön. So, die dann auch mal alle weglegen hier bitte. Sehr gut. Michelle müsste doch jetzt eh gleich nach Hause kommen auch. Genau. Und sie, glaube ich, auch erst mal was kochen. Isabel, bist du so nett und räumst das hier auch noch auf? Offensichtlich nicht. Okay. Ja, dann liest da. Du schläfst. Die haben Hunger. Dann räum du das bitte auf. Und Michelle macht jetzt was zum Essen. Kochen. Aber warte mal, hat sie vielleicht einen Fisch gefangen heute mal? Nee, sie hat nicht mal einen Fisch gefangen. Tonkrümmen kann gleich wieder weg. 1200. Kochen. Bratfisch. Fisch und Chips. In den Bratfisch. Sind schon cool, die zwei. Wenn sie nicht gerade so ein Chaos anstiften wie letztes Mal. Wie gestern, ne? Am Sonntag. So, den glaube ich, brauche ich auch hier bald einen Staubsauger. Essen rufen. Bakinja.
So, die müssen aber auch gleich fertig sein, die Jungs hier. Max hat heute 192 Simoleons nach Hause gebracht. Sehr schön. Wo ist er? Da ist er. Cool. Dann gehen wir direkt. Oh, ich hoffe, die schaffen das gleich noch hier. Jawohl! Sehr gut! Das war Kelvins, genau. Dann nehmt euch noch was zu essen, Jungs. Super. Nimm dir auch noch was zu essen? Und Michelle geht ins Bett. Jawohl! Tebow, Ganeer, Pruba. So, ihr Lieben, an der Stelle werde ich den Part gleich beenden. Ich schicke jetzt alle gleich ins Bett und nehme gleich im Anschluss den nächsten Part auf. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Wenn ihr eine Anregung habt, wie das Ganze weitergehen soll, oder wenn ihr eine Idee habt, in welche Richtung das Restaurant später gehen soll, vom Stil her, was wir bauen wollen. Und ja, wenn ihr nichts verpassen wollt, dann hinterlasst mir einfach ein Abo. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann, ihr Lieben. Ciao.